Servus und willkommen hier auf dem Kanal von Ice Rules. Hier ist natürlich wieder euer Ice und wir sind in Teil 21 in HTML und CSS. Das ist damit auch der letzte Teil des Grundkurses und in den Teil 21 möchte ich euch noch ein paar Effekte zeigen, die man so generieren kann, ohne einen Grafiken arbeiten zu können, was man so in CSS schon machen könnte. Das heißt, ich möchte eine Box erstellen, wo ich einen Schatten drin habe. Ich möchte einen Text mit einem Schatten und ich möchte eine Box, die rund ist und einen Schatten hat. In welche Richtung dieser Schatten ist, das kann ich natürlich wahlweise auch ändern. Und das möchte ich euch hier in diesem Teil einmal zeigen. Gut, fangen wir mal eigentlich an. Das heißt, ich erstelle mir erstmal einen Container mit dem Div und mit einer Klasse, die ich Box01 nenne. Speichere das ab. So, und dann definiere ich erstmal meine Box. Die Box01 definiere ich jetzt erstmal. Ich sage jetzt erstmal, ich möchte eine Höhe und Breite haben. Das heißt, die Width möchte ich gerne auf 150 Pixel haben. Und die Height, also die Höhe, die möchte ich natürlich auch 150, das heißt, es soll ein Quadrat sein. Dann sage ich, möchte ich natürlich Background Color haben. So, und heute habe ich es irgendwie mit Farben. Das heißt, wir brauchen eine etwas hellere Farbe. Gut, dafür habe ich natürlich Photoshop. Nehmen wir mal dies. Kopieren wir uns. Und tragen hier die Farbe ein. So, speichern das erstmal ab. So, laden das. Okay. Jetzt hängt es natürlich hier links ab, aber das wisst ihr natürlich, wie können wir das ändern? Richtig, das können wir mit dem Befehl Margin auf Auto stellen. Dann haben wir das auch zentriert, also mittig gestellt. So, gut, ich werde aber hier nochmal einen Abstand mit einem Break setzen, damit das nicht hier oben im Text hängt. So, das heißt, wir haben jetzt hier unsere Box und ich möchte jetzt gerne einen Schatten haben. Wie machen wir das? Ist eigentlich ganz einfach. Da gucken wir euch ja natürlich das Video an. So, dafür definiere ich. Mein Gott. Erst war eine Info. So, Schatten. So, und da trage ich jetzt mal Schatten ein. Und das mache ich jetzt einfach mit Box minus Schatten. Nicht Box, sondern Box minus Schatten, natürlich Schatten in Englisch ist richtig Shadow. Also geben wir hier Shadow ein, Doppelpunkt, Semikolon, und dort werden wir jetzt erstmal drei Variablen bis eine Farbe reinsetzen. Die dritte Variable, da kommen wir gleich noch zu. Das heißt 5 Pixel mal 5 Pixel. Das heißt, 5 Pixel soll das breit sein, das heißt unten und rechts. Und jetzt setzen wir natürlich noch eine Farbe. Ich nehme jetzt hier die Farbe, den Farbcode 1D, ist ein dunkelgrau. Speichere das mal ab. So, lade die Seite. So, und wir sehen, okay, ich habe jetzt 5 Pixel nach unten und 5 Pixel nach rechts.
aber es sieht mir ja gar nicht aus wie so ein Schatten. Also müssen wir hier noch eine dritte Variable reinnehmen. Das ist das der Schein. Das heißt, dass wir das als weicher stellen und dort können wir auch jetzt wie viel Pixel wir das weicher stellen sollen. In diesem Fall bei mir hier wäre 5 Pixel der Optimalwert. Sollte es sein. Ja, und es passt. 5 Pixel, das heißt, er hat mir das jetzt hier alles weicher gestellt und es sieht aus, ja, wie so ein kleiner, ja, Scheineffekt. Gut, das haben wir. Dann werden wir uns jetzt beimachen mit einem Text. Dafür nehme ich jetzt mal den H2 und schreibe mal Servus und willkommen. So, dann werde ich auch diese erstmal ein bisschen anpassen. H2. So, und da sage ich jetzt erstmal, ich möchte die Größe erstmal ändern. Das heißt, wir können das erstmal abspeichern. Servus und willkommen. Okay. Das heißt, ich werde jetzt erstmal die Font Size in 25 Pixel ändern. Und ich möchte natürlich auch gleich die Farbe ändern. Mit Color. Und dann nehmen wir mal ruhig die Farbe. Gut, dann speichern wir das mal ab. Und schauen uns mal. Ja. Also, selbst willkommen. Auch ein bisschen größer. Passt. So. Das heißt, jetzt möchte ich natürlich auch wieder ein Effekt dran haben. So. Und da tragen wir jetzt einfach nur ein statt den Box Shadow gibt es das natürlich auch als Texte. Also geben wir Text Shadow. Gibt es leider bei Webcon Scriptly keine Erweiterung. Das heißt, er kann uns damit keine Hilfestellung. Das heißt, da müssen wir uns jetzt selber helfen. Aber dafür seid ihr ja hier. Das heißt, wir können natürlich jetzt hier keine 5 Pixel nehmen, weil der Schriftgröße ist das auch nicht sehr groß. Darum müssen wir auch kleine nehmen. Das heißt, ich nehme jetzt hier 2 Pixel. Man nimmt eigentlich für Schriften für so eine Sachen 1 bis maximal 3 Pixel. Also nehmen wir mal 2 Pixel. Und natürlich die Farbe. Da hatten wir ja ausgesucht 1D, 1D, 1D. Speichere das ab. Einmal neu laden. So, und wir haben hier schon Schatten. Das sieht so schon sehr gut aus. Ich kann natürlich trotzdem hier noch einen Weichzeichner noch mit reinsetzen mit 2 Pixel. Speichere das ab. So, dann wird das alles ein bisschen weicher abgerundet. Gut, als nächstes möchte ich jetzt eine Box erstellen, die rund ist. Dafür setze ich hier einen Break erstmal rein. Und dann sage ich wieder ein Div mit einer Klasse, die ich Box 02 nenne, abspeichern. So, dann definiere ich, ja, können wir eigentlich das hier schon mal alles nehmen, kopieren. So, und dann sage ich Box 02 mal eintragen, aber die Farbe natürlich nicht. Da nehmen wir jetzt mal eine andere Farbe. So, können wir ruhig mal die Farbe hier nehmen. Kopieren. Da muss ich hin.
einfügen. Und ich setze natürlich noch ein Border rein mit 5 Pixel Solid. Und jetzt kommt es wieder. Ich habe es heute wirklich mit Farben. Wo ist mein Photoshop? Da ist es. Ja, können wir ruhig den Farbcode nehmen. Tragen wir ein. Speichern das erstmal ab. So, da haben wir jetzt hier unsere Box mit einem Rahmen. Und der Rahmen soll jetzt bitte rund sein. Wie mache ich das? Ist eigentlich auch kein Problem. Runder oder rund schreibe ich einfach nur rein. So, und da schreibe ich jetzt einfach nur Border minus Radius Doppelpunkt Semikolon bitte, kein Komma. Und da stelle ich jetzt ein, wie rund das sein soll. Das heißt, umso kleiner der Wert ist, umso eckiger ist es, umso höher der Wert ist, umso runder ist es. Ich nehme jetzt mal hier 15 Pixel. So, laden die Seite neu und wir sehen, okay, es ist jetzt hier rund. Das heißt, ich kann natürlich auch den Wert noch erhöhen um weitere 10 Pixel, das heißt auf 25 Pixel. Geht natürlich auch. Ich kann natürlich auch hier, weiß nicht, 65 Pixel, gut, habe ich noch nie getestet. Ich schätze mal, man kann das, dass es fast rund ist. Hier sieht man es schon, fast rund. Oh, 95 Pixel, haben wir sogar einen Kreis. Das heißt, man kann dadurch auch Kreise generieren lassen. Ja gut, da müsste ich 100 nehmen, ne? Das will ich jetzt wissen. Sorry, das ist auch wirklich hier beim letzten Teil. Ja, wir haben einen Kreis. Also so kann man Effekte generieren lassen. Ich setze das Ding natürlich wieder auf, sagen wir es, 15 Pixel. Und wir haben jetzt hier unseren, ja, Gedöns. Natürlich kann man jetzt hier wieder den Schatten wieder mit reinsetzen. Das heißt nicht den Textschatten, sondern den, die Box natürlich. Na. Dann müssen wir aber hier den Wert, glaube ich, erhöhen um 2 Pixel. Aber das werden wir ja gleich sehen. Das passt eigentlich. Das könnte man sogar nehmen. Ich erhöhe trotzdem mal auf 7 Pixel. 7. Und dann machen wir mal 6 Pixel, dass es noch ein bisschen weicher ist. Ja, so sieht das eigentlich gut aus. Wenn er natürlich sagt, ich brauche den Rahmen nicht. Gut, klar. Könnt ihr natürlich hier den Border wieder rausnehmen. Zack. Speichern. Dann haben wir das Ding nur rund. So, jetzt natürlich die Frage, ja, das ist alles schön und gut, aber wie mache ich das, dass der Schatten zum Beispiel komplett umgekehrt, dass er hier links und oben ist? Das ist eigentlich auch kein Problem. Das heißt, wir sind ja hier im Pluswerten, das heißt unten und rechts. Und wenn wir jetzt hier jeweils ein Minus reinsetzen, sind wir links und oben. Das heißt, abspeichern. Das heißt, minus 7, das ist natürlich die Intensität. Speichern das ab und schon haben wir diesen Effekt oben. Also wie ihr das gerne haben möchtet, könnt ihr das natürlich gestalten, wie ihr es gerne haben wollt, ohne mit Photoshop oder GIMP zu arbeiten, dass man das ein bisschen grafisch haben möchte. Das könnt ihr somit noch viel besser. Ich hoffe, dieses Video war euch hilfreich. Solltet ihr dazu natürlich Fragen haben, so postet einfach in die Kommentare.
Ja, das ist natürlich der letzte Teil gewesen. Wie schon zum Anfang angekündigt. Das heißt, ich werde dann erstmal eine einmonatige bis anderthalb, maximal 2 Monate pausieren. In diesen 2 Monaten wird es dann keine HTML-Tutorials geben, weil wir werden nämlich danach richtig anfangen, unsere eigene Homepage zu gestalten. Das heißt, wir fangen dann mit unserem Grundgerüst, mit dem Header, wie wir das grafisch, das heißt, wir werden dann auch mit Photoshop oder jeder mit GIMP, wie auch immer, weil ich kein GIMP besitze, werde ich das natürlich dann mit Photoshop machen. Werden wir unsere Animation, unsere Grafiken gestalten, das heißt, es werden auch mehrere Teile sein. Wenn wir so unseren Baukasten fertig haben, werden wir den umschwenken in PHP. Das heißt, wir werden das dann alles später in PHP umschreiben. Das heißt, wir werden dann programmieren. Wir werden dann Sachen importieren, wo wir ja einfacher, sage ich jetzt mal, die Navigation abändern können, ohne 20.000 Seiten zu bearbeiten. Das machen wir dann nämlich nur noch mit einer Seite. Wir werden dann vielleicht mit Datenbanken, mit Login anfangen. Da werde ich aber sehen, wie denn die Views sind, ob es sich überhaupt lohnt oder nicht lohnt. Das wird man dann sehen. Wie gesagt, ich werde dann wahrscheinlich wieder Linux. Ich werde wahrscheinlich in der Pause, zumindest nur in der Pause, Minecraft Bucket wieder anfangen. Das heißt, es gibt Erneuerungen oder Erweiterungen beziehungsweise andere Ideen, wie man einen Bucket-Server erstellt. Das heißt, das will ich euch denn in diesen einmonatigen, zweimonatigen Pause denn zeigen. Wenn ihr natürlich Vorschläge habt, postet es auch einfach in die Kommentare, was ich vorstellen soll. Ist egal, in welchen Bereichen. Postet es aber, ich gucke es mir auch an und werde dann vielleicht darüber auch Videos machen. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, bye bye, euer Eis von Eis Tutorials.